Yo, servus, auf geht's in ein neues Video und jetzt ist die Elba wieder dran. Kurz den Trailer und danach geht's weiter. Jawohl, es geht jetzt weiter mit der Elba. Also, in der Zwischenzeit habe ich einiges organisiert und wie man hier im Hintergrund mitkriegt, was hier gerade gespoilert wird quasi. Wir befinden uns jetzt schon nach dem Video und auch schon nach dem nächsten Video. Ich hatte vorher was zusammengestellt und ja, jetzt gab es Neuigkeiten, die lassen manche Kommentare, die ich vorher gelassen habe, sozusagen, ja, das funktioniert nicht mehr. Und deswegen gibt es hier ein neues Intro mehr oder weniger mit ein bisschen Spoilerei. Aber auf jeden Fall wird das alles sehr spannend und es wird, glaube ich, eine ganze Serie geben. Das heißt, für alle Leute, die es jetzt interessiert, was mit so Motoren passiert und was mit der Elba passiert, jetzt einfach abonnieren drücken, weil dann verliert ihr einfach nicht den Anschluss an die folgenden Sendungen und das wird schon ziemlich spannend, die ganze Geschichte. Ja, lasst euch auf jeden Fall jetzt erstmal überraschen. Heute ist der Motorausbau auf jeden Fall erstmal dran. Da wird es auf jeden Fall ganz spannend und ganz cool. Ich habe mich total gefreut, an dem Ding mal wieder rumzuschrauben und einiges mal wieder zu sehen und in welchem guten Zustand das alte Moped ist. Und das habe ich total happy gemacht. Ja, und warum wird der Motor ausgebaut? Natürlich, weil ich mich in der Zwischenzeit darum gekümmert habe und habe einen sozusagen einen Austauschmotor besorgt. Also das, was ich bei Big ja auch schon mal sagte. Ja, Austauschmotoren halten ja meistens immer sehr lange. Da könnt ihr euch auch noch überraschen lassen, wie interessant das wird. Das wird nämlich mega spannend. Und von daher, ja, fangen wir an, jetzt das Ding hier rauszunehmen. Und in den folgenden Videos gibt es dann halt eben auch Infos über den neuen Motor und was man alles machen muss, wenn man so einen Motor auch wieder einbaut. Aber einfach nur tauschen und den einen raus, den anderen rein, das mache ich sowieso nicht. Und deswegen, das wird so eine ganze Serie werden, aber mit einem ganz anderen Ausgang. Lasst euch überraschen, bleibt erstmal dran und schaut euch an, wie das hier wird mit dem Motorumbau. Jo, hier starten wir jetzt ausnahmsweise mal mittendrin statt nur dabei. Also, das heißt, die ganze Sitzbank und Tank und Airbox-Arie habe ich hier mal weggelassen, weil schließlich wird das ja auch immer in den anderen Videos abgebildet. Also, das heißt, mit den Vergaser überarbeiten und sowas, da seht ihr das auch. Für alle, die das jetzt interessiert und die die anderen Videos noch nicht gesehen haben, geht einfach mal einen Schritt zurück und schaut bei der ZZR rein. Ja, und da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wie man den Tank und die Airbox und sowas demontiert. Hier geht's los mit der Verkleidung, gerade im unteren Bereich. Die obere lassen wir einfach komplett dran. Und hier die ganzen Schrauben einmal abgebaut. Ja, immer ein bisschen darauf achten, dass man die richtigen Schrauben wiederfindet. Ich kennzeichne mir das, indem ich so einen Behälter nehme. Also so ein, meistens nehme ich irgendwie so ein Pappdeckel quasi oder so ein Plastikdeckel vom Bremsenreiniger, drehe den um und dann schmeiße ich da immer Schrauben von einem Bereich rein. Also jetzt wie hier bei den Verkleidungen und dann schreibe ich außen mit einem Edding halt drauf, keine Ahnung, Verkleidungsschrauben zum Beispiel halt, ne? Dann findet man das später auch nochmal wieder und dann ist das alles so geordnet. Ja, dann geht's los. Einmal die ganzen Flüssigkeiten runterlassen. Öl war ja eigentlich schon fast runter. Mach jetzt aber nochmal die zweite Seite raus. Und Wasser kommt auf jeden Fall raus. Ja, bei der Elva hier gibt es einen ganz praktischen Verschluss. Ganz unten gibt es so eine kleine Schraube und da kann man dann das Kühlwasser ablassen und oben halt einfach dann die Schläuche schon mal lösen, den Deckel vom Vorratsbehälter aufmachen und und. Ja, denkt immer dran, wenn ihr Öl und oder andere Flüssigkeiten runterlasst, also Bremsflüssigkeit, Kühlwasser, Öle, wie auch immer, das darf nicht in eine einzige Kiste, sondern das müssen natürlich mehrere Behälter sein. So, und weiter geht's. Das heißt, wir bauen jetzt mal den Kühler aus vorne und da muss man ein bisschen tricky rumhantieren, weil da sind die Hupen ja auch noch dran. Also die Hupen, die den Ton machen. Ich mache den Kühler übrigens auch gleich nebenbei sauber. Und es gibt hier so ein geiles Ding. Tonador nennt sich das Ding.
Gibt es als Nachbau, gibt es als Original, gibt es, was weiß ich, gibt ganz viele Varianten davon. Lieber ein bisschen mehr Geld für so ein Ding ausgeben als zu wenig, weil die günstigen, naja, die kauft man halt immer zweimal und meistens gehen die vorne in diesem Rotationsbereich sozusagen kaputt. Die etwas teureren, die halten halt länger oder halt der hier hält jetzt schon, ich glaube, fast 2 Jahre. Und das funktioniert voll geil. Also das kann ich jetzt auch immer nur empfehlen, ne? Wenn ihr sowas ausbaut, macht das gleich sauber und baut den ganzen dreckigen Schrott nicht wieder ein. Also das ist echt Todsünde halt, ne? Ja, weiter geht's. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz da unten. Dann kommt der Ölkühler, der wird so leicht erstmal runtergehängt. Da halten wir uns noch nicht so richtig dran fest. Und dann geht's gleich weiter zur Abgasanlage. Hier hat man jetzt so schönen freien Blick auf die ganze Geschichte. Und in dem Fall werde ich jetzt einmal alles abbauen. Das heißt, einmal kurz Endschalldämpfer runter, rausziehen das ganze Ding. Und dann kommt vorne die Krümmeranlage. Ja, wie hier wunderschön zu sehen ist, so eine tolle Edelstahlanlage. Nicht der Originalkrams, der dran ist. Als kleine Randnotiz, es hieß früher immer bei den 1100er ZZR, wenn da eine 4-in-1-Anlage dran ist, dann hat die auch weniger Leistung. Das stimmt, es gibt ganz viele 4-in-1-Anlagen, die haben weniger Motorleistung. Also wer die dann offen fährt, der hat dann halt eben nicht mehr, naja, knapp an die 150 PS, sondern halt eben vielleicht nur noch 138 oder sowas. Und es gibt halt eben ganz wenige, wozu diese Laser auch gehört, wenn man die noch ein bisschen überarbeitet hat. Dann hat der Motor bei der richtigen Bedüsung und also die CDI muss auch ein bisschen angepasst werden, dann hat das Ding wieder vollen Schub halt, ne? Nur so als Randnotiz. Also lasst lieber die 4-in-2-Anlage dran. Das ist zwar vielleicht soundtechnisch, mag der ein oder andere sagen, ist jetzt nicht der Oberknaller. Und diese 4-in-1, die ich dran habe, die ist eigentlich auch noch leiser als die Original. Also von daher, das ist jetzt keine Brülleanlage, sondern das ist eher so eine Art Performanceanlage und sieht auch ganz lustig aus. Jo, und wenn die dann schön abgeschraubt ist, sieht man diese ganzen ja, verrosteten Teile und die werden gleich in so ein Bad geschmissen, damit die sich nebenbei ein bisschen entrosten können. Ja, und dann geht es gleich weiter. Dann wird die Kette entspannt, das heißt hinten das Hinterrad leicht lösen und dann halt die Kettenspannung ganz nach vorne ziehen. Ja, die Kette könnt ihr vom Kettenrad hinten auch runternehmen, damit er besser das Ritzel abbekommt, was nämlich jetzt gleich als nächstes dran ist. Ja, um da ranzukommen, müsst ihr das Schaltgestänge erstmal wegnehmen. Und da erstmal quer die Schraube abnehmen, dann das Teil weg. Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Der Fachbegriff ist mir unbekannt. Und dann nach hinten klappen, damit ihr einfach Platz habt. Ja, rundrum alle Schrauben von der Befestigung lösen. Zwei können da dranbleiben. Rechts oben der vom Kupplungsnehmerzylinder, der muss auch raus, die Schraube. Und die anderen beiden können drin bleiben. Das bleibt so an diesem, ja, Abdeckungsgehäuse, wenn man so will. Die Hydraulikleitung eben auch aus dem Rahmen ausklipsen, damit das ganze Ding dann gleich hochgehoben werden kann. Ja, und dann kommt mein berühmten Pappen halt immer zum Einsatz. Also da eine Pappe aufmalen, wie das ungefähr aussieht. Die Schrauben reinstecken, weil die haben natürlich alle unterschiedliche Länge. Dann das Ding hochklappen, fertig. Ja, jetzt geht's los. Wer jetzt noch nicht die Batterie abgeklemmt hat, Batterie abklemmen auf jeden Fall, Starter freilegen, also Kraftstoffpumpe wegnehmen. Ja, alle Stecker da auf jeden Fall noch auseinanderziehen und wie gesagt, den Starter da nur die Spannungsseite abschrauben, der Rest kann eigentlich alles dranbleiben. Ja, und jetzt kommen wir schon an die Motorbefestigung eigentlich, weil wir sind jetzt soweit eigentlich durch. Der Ölkühler ist ja auch schon abgebaut, das hatte ich glaube ich nicht im Detail gezeigt, aber der Ölkühler kann auch komplett raus. Ja, und dann kommen die Rahmenschrauben, also beziehungsweise die Halteschrauben vom Motor. Da muss man diese Chromkappen abnehmen und dann befindet sich dahinter, ich meine, das war eine 14er Langnuss. Und da ist das ganz komfortabel gelöst, weil das so eine Klemmhalterung ist. Das heißt, die Schraube wird da eigentlich festgehalten im Rahmen und da drauf ist eine Mutter und die kann man dann wundervoll abdrehen. Es sind zwei echt lange Schrauben und die obere könnt ihr schon mal rausdrehen, die untere lasst ihr bitte nochmal drin. Die könnt ihr zwar lösen, aber die muss noch drin bleiben. Jetzt kommt die Zeit, dass man sich einen Wagenheber besorgen sollte. Und dieser wird dann vorne unter dem Motor drunter gestellt. Und jetzt kommt der Hilfsrahmen ab.
Da kann man die ganzen dicken, fetten Schrauben links und rechts von dem schwarzen Hilfsrahmen halt wegschrauben. Und vorne am Motor, das sind so zwei Schwingungsdämpfer quasi, so eine Aluhalter. Da kann man dann eben auch die Befestigungsschrauben von dem Motor rausschrauben. Dahinter sind so zwei Muttern, die werden im Motorblock gehalten, fallen dann raus, ist aber nicht so schlimm. Die wieder einzubauen ist voll Horror, aber die rauszunehmen ist voll einfach. Und ja, ihr müsst den Wagenheber auf jeden Fall, bevor ihr den Hilfsrahmen demontiert, leicht gegendrücken, damit er halt eben da seinen Halt hat. Und dann kann der Hilfsrahmen ausgebaut werden und jetzt ist der Motor vorne schon komplett frei. Ein Wagenheber empfiehlt sich halt, wie gesagt, weil das Ding hat so, will mich jetzt nicht festlegen, habe es nicht nachgewogen, aber ich würde jetzt aus dem Stand sagen, irgendwie 75, 80 Kilo wird wohl dieser Motor wiegen. Und ja, der tut schon weh, wenn er einfach so runterkracht, sagen wir es mal so. Ja, dann haben wir alle Schrauben soweit raus, außer die eine obere Halteschraube. Und ab jetzt braucht man halt irgendwie eine zweite helfende Hand, also eine dritte und vierte helfende Hand quasi. Und dann postiert man sich links und rechts. Und dann kann man diese obere Schraube rausziehen. Und mit dem Wagenheber und einer anderen Hilfsperson quasi kann man den dann da rausfädeln. Das geht relativ leicht. Auf der rechten Seite muss man ein bisschen aufpassen, da wo dieses Schaltgestänge dran war, dass man da nicht gegen einen Rahmen kommt und das da verbiegt. Ansonsten, ja, ist der in anderthalb Minuten dann draußen und dann kann man ihn da runterwuppen, dann steht er neben Moped, ne? Ganz entspannte Geschichte. Ja, jetzt ist die Zeit, wo man sich das, den ganzen Rahmen mal angucken kann. Das heißt, alles natürlich schön sauber machen, weil wir bauen ja auch nichts wieder ein, wo jetzt der ganze Gammel davor liegt, sondern wenn, dann machen wir das halt vernünftig. Und hier werden jetzt erstmal drei Flaschen Bremsereiniger draufgehen und mit einem Pinsel dann alles schön machen. Ja, und dann hat man da auf jeden Fall alles wieder in einem hervorragenden Zustand und dann kann eigentlich der andere Motor rein, ne? Jo, Arbeit ist getan, Motor ist raus und der ist jetzt schon gerade verfrachtet auf einen kleinen Rollwagen und wartet jetzt nebenan. Der wird wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich eingelagert, bis bessere Zeiten kommen finanziell und dann wird er nach und nach dann doch revidiert. Also eigentlich so wie mit der BIC, aber ich hoffe, dass es nicht 5 Jahre dauert. Letztendlich ist es aber eigentlich egal, weil ja, man hat ja jetzt eigentlich einen Ersatzmotor. Und dann kommt er hier rein und das wird auf jeden Fall das nächste Video sein, beziehungsweise die Vorbereitung über den anderen Austauschmotor. Ja, und von daher würde ich sagen, den ersten Teil haben wir geschafft und dann verpasst nicht, wie gesagt, zu abonnieren und dann gucken wir demnächst, wie das mit dem neuen Austauschmotor aussieht, was man da alles auseinanderbauen kann, was man da einstellen kann. Ja, wir fangen wahrscheinlich an mit Ventilspiele einstellen, also es wird auf jeden Fall ganz spannend. Und bis dahin, macht's gut, viel Spaß, bis dahin, halt die Ohren steif, Feierabendbier, alles klar, ciao.